wird die 300 Euro Energiepreispauschale auf die Witwenrente als Einkommen angerechnet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin Witwe, ich beziehe eine große Witwenrente und gehe noch nebenher SV-pflichtig arbeiten. So wie ich gelesen habe, werde ich die 300 Euro Energiepreispauschale ab dem 01.09.2022 auch bekommen. Ich befürchte aber, dass die 300 Euro mir auf meine Witwenrente als Einkommen angerechnet werden. Ist das so, Herr Knöppel? Eine Frage, die uns auf rentenbescheid24.de erreichte. Und zwar hat der Bundestag am 12.05.2022, ich hatte das auch in einem anderen Video schon bekannt gegeben, das Steuerentlastungsgesetz 2022 in der zweiten und dritten Lesung beschlossen. Und für die Energiepreispauschale, die zum 01.09.2022 kommen wird, werden im Einkommensteuergesetz neue Paragraphen eingeführt. Da gibt es die Paragraphen 112 bis 122. Und genau in diesen Paragraphen 122, Einkommensteuergesetz neue Fassung, steht Folgendes sinngemäß geschrieben. Die Energiepreispauschale ist bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen zu berücksichtigen. Die einzigst entscheidende Frage ist, ob eine Witwenrente eine Sozialleistung im Sinne dieser neuen Vorschrift ist. Und in § 11 SGB I, Sozialgesetzbuch Nr. 1, ist geregelt, was Sozialleistungen sind. Laut der Gesetzesdefinition Gegenstand der sozialen Rechte, die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, Sach- und Geldleistungen sind Sozialleistungen. Und die einzelnen Arten von Sozialleistungen sind dann in § 9, 18 bis 29 SGB I abschließend gesetzlich geregelt. Und dazu zählen auch Rentenleistungen aus der Rentenversicherung. Und die Zahlung einer Witwenrente ist selbstverständlich nach § 97 SGB VI auch von einem anderen Einkommen abhängig. Wir kennen das ja, dass das Einkommen an die Witwenrente angerechnet werden kann. Es kann sogar sein, dass die Witwenrente wegen der Höhe des anzurechnenden Einkommens gar nicht mehr gezahlt wird. Und genau deshalb gehe ich davon aus, die Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale hier wegen der Nichtanrechnungsvorschrift des § 122 Einkommenssteuergesetz nicht auf die Witwenrente anzurechnen ist. Ob dies auch die Rentenversicherung so sieht, bleibt abzuwarten. Aber der Wortlaut des § 122 Einkommenssteuergesetz spricht ganz klar dafür, dass die Energiepreispauschale nicht auf die Witwenrente anzurechnen ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.